Und ich glaube, dass Wahlberichterstattung wichtig ist, weil sie sensibel macht, sensibel für den wichtigsten Akt der Basisdemokratie, nämlich fürs Wählen. Wir haben leider nicht allzu oft Gelegenheit, wirklich Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen. Das sind wichtige Richtungsentscheidungen, da sollte man dabei sein. Und unsere Aufgabe ist, das möglichst spannend und gut an den Leser, der hoffentlich auch Wähler ist, rüberzubringen und die Nichtwähler dazu zu motivieren, eben doch zu wählen. Also zum Stichwort Wahlretter Lokaljournalismus. Ich denke, das sieht man auch, wenn man selber so ein bisschen beobachtet, wie man die Wahlkampfberichterstattung wahrnimmt in der Zeitung, dass es eben doch sehr wichtig ist, da frühzeitig ins Konzept zu finden und sich da echt Gedanken auch macht, wie man da auch eben neue Ansätze finden kann. Bei uns ist es nämlich auch so, wir bekommen den Mantel von Stuttgarter Nachrichten. Das heißt, was die jetzt so konzeptionell umsetzen, das ist erstmal denen überlassen. Und dann ist es halt auch echt die Balance, dass man die Leute nicht zumüllt mit ganz vielen Sachen, sondern dass man dann eben sich richtig gut abspricht mit denen und wir dann eben auch noch kreative Sachen umsetzen können, um die Leute da auch, also die Aufmerksamkeit auch jetzt schon zu bekommen und nicht erst im Juli oder so. Wahlberichterstattung im Lokaljournalismus ist ein sehr großes und wichtiges Thema. Da zum Beispiel bei uns im ländlichen Raum sich einfach alles nur über die Zeitung abspielt. Viele Leute haben leider kein Internet, möchten schnell und ausführlich informiert werden. Über gerade bei Kommunalwahlen ganz wichtig, das sind die Menschen am nächsten dran, das interessiert sie, das möchten sie wissen. Da sind wir natürlich als Lokaljournalisten gefragt und müssen das so gut wie möglich umsetzen. Wir hoffen, wenn wir es spannend machen, die Wahlberichterstattung, dass auch diejenigen Leute zur Wahl gehen, die jetzt normalerweise da wenig am Hut haben mit dem. Und deswegen bin ich auch hier im Seminar, weil ich mir da so gewisse Rezepte erhoffe. Es ist so, dass ich in diesem Jahr zum ersten Mal quasi das Konzept ein bisschen ummodeln soll, was die Bundestagswahl angeht, also was wir bei uns im Lokalen machen können. Ich bin ja nicht ganz alleine, aber ich soll jetzt eben erstmal so die Ideen sprudeln lassen und dafür war das jetzt super, auch weil man sich auch neben den Vorträgen oder den Arbeitsgruppen unterhalten konnte, wie andere Leute Sachen umsetzen, sei es zum Beispiel die ganzen Tabellen am nächsten Tag, was es da für Ideen gibt oder für Argumente dafür und dagegen. Und genauso natürlich das Thema Crossmedial war mir sehr wichtig. Ich bin selber bei uns im Haus Social Media Beauftragte und einfach die ganze Vernetzung mit Twitter, Facebook, einfach was man grafisch da machen kann, wie man einfach die Leute auch, junge Leute vor allem auch ins Netz ziehen kann, zu uns holen kann, das fand ich so sehr interessant. Ich glaube, da ist einiges nur machbar und einiges nur ausbaufähig und ja, ich hoffe mal, dass das irgendwie auch so möglich sein wird, das umzusetzen.